Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesem Video machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute geht es um den Begriff Arealnetz. Was genau ist ein Arealnetz bzw. geschlossenes Verteilernetz? Wie unterscheidet sich das vom ganz normalen Stromverteilungsnetz? Und wie unterscheidet sich das von einer Kundenanlage? Also, erstmal, das ganze normale Stromnetz, also Verteilnetz oder Übertragungsnetz, ist ja strikt reguliert. Da kennen wir das Unbundling und verschiedene andere Vorgaben. Da gibt es eine Grundversorgungspflicht, da gibt es ganz viele Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz. So. Davon abgegrenzt gibt es jetzt zwei Abstufungen. Einmal das geschlossene Verteilernetz, was ganz oft auch Arealnetz oder Objektnetz genannt wird. Da gibt es eine eingeschränkte Regulierung. Und als nächste Stufe gibt es dann die Kundenanlage. Da gibt es praktisch gar keine regulatorischen Vorgaben. So, wie werden diese definiert? Die Kundenanlage, das ist ein unglaublich eingeschränktes, also geografisch eingeschränktes Gebiet. Man könnte sagen, ein Grundstück oder ein Gebäude, welches eben über ein ja, zusammenhängendes, geschlossenes Netz verfügt, mit ganz wenigen angeschlossenen Verbrauchern, mit ganz wenig durchfließender Energie, wobei jetzt wenig Energie infrastrukturell zu betrachten ist. Also aus Verbrauchersicht kann man da schon ein bisschen was verbrauchen, keine Sorge. Aber das ist halt nicht zu vergleichen mit großen Anlagen. Schlussendlich kann sowas angewendet werden, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Mieterstromanlage zu definieren. Das Netz, was eben für dieses eine Gebäude dort angewendet wird mit mehreren Wohneinheiten, das könnte eine Kundenanlage sein. Das ist also ein wirklich sehr, sehr eingeschränkter Bereich. Am Ende ist es eine Einzelfallentscheidung, ob es wirklich so definiert werden kann. Das funktioniert so, dass man selbst sagt, das ist jetzt eine Kundenanlage. Das meldet man seinem Netzbetreiber, der dann praktisch dahinter angeschlossen ist. Der übernimmt das dann im Regelfall. Aber irgendwann wird es dann womöglich eine behördliche Prüfung geben, zum Beispiel von den Aufsichtsbehörden, Bundesnetzagentur oder Landesnetzagenturen. Und die sagen dann, huch, das ist per unserer Definition gar keine Kundenanlage. Deswegen sollte man sich da früh gut austauschen, ob diese Definition zutrifft. Die über dem Daumenregel ist halt, je weniger geografische Ausbreitung, je weniger Energie, je weniger Verbraucher, desto eher gilt das Ganze als Kundenanlage. So. Und wie gesagt, bei der Kundenanlage gibt es dann praktisch gar keine regulatorischen Vorgaben. Da kann man innerhalb seines kleinen Netzes mehr oder weniger machen, was man will. Die nächste Stufe, das geschlossene Verteilernetz, Arealnetz, Objektnetz, wie ist das definiert? Das ist ein geografisch immer noch sehr stark abgegrenztes Gebiet, aber das muss nicht nur ein einzelnes Grundstück sein. Das Ganze kann ja zum Beispiel ein Gewerbegebiet sein oder ein Industriepark, der miteinander verbunden ist, der schlussendlich vielleicht sogar technisch aufeinander aufbauende Prozesse hat und Produktionsverfahren hat. Oder wo es eine übergreifende Eigenversorgung gibt über den Betreiber dieses Netzes dann. Der hat zum Beispiel größere Anlagen, denen auch Energie erzeugt, Wärme erzeugt und versorgt damit eben seine direkt angeschlossenen Nachbarn im Gewerbegebiet. Und dann gibt es vielleicht noch so ein paar Verbraucher im Sinne von zum Beispiel Betriebswohnungen. Und dann kann das Ganze als geschlossenes Verteilernetz durchgehen. Beispiel dafür sind zum Beispiel auch sowas wie Flughäfen oder Bahnhofsgebäude oder eben solche Industrieparks, Chemieparks. Die könnten als geschlossenes Verteilernetz durchgehen. Wie funktioniert das dort? Ausschließlich auf Antrag und dann Freigabe durch die Regulierungsbehörden. Das heißt, man meldet sich bei der Bundesnetzagentur oder wenn man eine eigene Landesregulierungsbehörde hat und muss dann dort praktisch verschiedene Anträge durchgehen. Da kann man sich sicherlich von seinem Verteilnetzbetreiber, der dann praktisch hinter dem Netz stehen würde, beraten lassen. In diesem geschlossenen Verteilernetz, wenn die Definition dann zutrifft, greifen verschiedenste regulatorische Vorgaben nicht. Unter anderem gibt es dann keine Grundversorgungspflicht und auch diverse andere Punkte, die man im Paragraph 110 des Energiewirtschaftsgesetzes nachlesen kann, greifen dann einfach nicht. Das ist ganz spannend. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Das ist also die Definition von einmal Kundenanlage, wirklich ganz kleines Gebiet mit keiner regulatorischen Vorgabe und dem geschlossenen Verteilernetz. Ein Industriepark, ein Gewerbegebiet mit eingeschränkten regulatorischen Vorgaben.
im Vergleich zum ganz normalen Verteilnetz oder Übertragungsnetz mit ganz normaler regulatorischer Vorgabe. So, habt ihr irgendwelche Fragen dazu oder habt ihr Beispiele für solche Arealnetze oder Kundenanlagen? Dann schreibt es ruhig mal unten in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, auch die einfach in die Kommentare. Ansonsten liked bitte das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. In etwa 2/3 der Zuschauer dieses Kanals sind keine Abonnierende, also ihr könnt da gerne nochmal draufklicken. Hier kommen jede Menge weitere spannende Videos rund um die Energiewirtschaft. Denn hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche, haben wir noch jede Menge Content, den wir euch präsentieren wollen. Bleibt also dran, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.